Das Gefühl von Macht füllt nach wie vor jede Zelle meines Körpers, fließt durch meine Blutlaufbahn und bringt mein Herz zum Flattern. Besser als jeder Schnaps. Von Zeit zu Zeit vergesse ich meine Taten. Doch sobald ich mir die Geschehnisse wieder in Erinnerung rufe, fühle ich mich selig. Obwohl ich eigentlich seelenlos bin. Es ist so ähnlich wie im Schlaf, wenn sich der Träumende zur Seite dreht, aber ein Teil von ihm bereits mit der Fußspitze die Hallen der Realität betritt und die Wirklichkeit sich dumpf an ihn heranschleicht. Dieser Hund, er ist nichts weiter als ein unterwürfiges Tier, welches insgeheim von seinem jämmerlichen Dasein befreit werden will. Es gibt Subjekte und es gibt Objekte, die vom Subjekt benutzt werden dürfen. Nein, benutzt werden müssen. Sie sind nichts weiter als willenlose Möbelstücke. Ihr Wesenskern, anderen zu dienen, stand bereits vor ihrer Existenz fest. Ein Stuhl wird allein für den Zweck hergestellt, Personen eine würdige Sitzfläche zu bieten. Der Stuhl kann jedoch keineswegs seiner Bestimmung selbstständig nachgehen, denn er ist die passive Partie, die von einer aktiven abhängig ist. Nur durch solch ein Zusammenspiel entsteht etwas Vollkommenes. Als das Leben allmählich aus dem Wurm wich, fühlte ich mich lebendiger denn je. Womöglich, weil ich dem Tod begegnet bin. Es war eine derart innige Berührung, dass ich mich fast schon geborgen fühlte. Wie eine warme, mütterliche Umarmung legte er sich über mich. Ein Leben lang hielt ich meine Mutter für den Tod auf Erden. Eine Frau, die einen Zellhaufen zur Welt gebracht hat, weil ein Abort nicht mehr möglich war. Vom ersten Tag an wurde ich diesem folgenschweren Zerwürfnis ausgesetzt. Ein einsames Kind, welches da ist, aber nie existieren sollte. Das Leben bejaht, aber von außen nur Verneinung zu spüren bekommt. Das Heer aus Ungeziefer verfolgte ein eigenes Ziel, zerstörte mein Werk und erschuf etwas Neues. Nichts ist von Dauer. Vor dieser Naturgewalt namens Realität sind wir alle machtlos. Verschwinde, ihr zerstört es! Blinde Schafe, die nichts auf der Welt verstehen und dennoch annehmen, dass sie einer ehrenvollen Tätigkeit nachgehen. Jeder Versuch, ihnen zu erklären, was vor sich gegangen ist, wäre gescheitert und an ihrer grenzenlosen Stumpfsinnigkeit abgeprallt. Wie einfach sich dieser Narr das Leben macht. Nicht einmal ich selbst weiß, wer ich bin, obwohl ich bereits unzählige Male vor einem Berg von Nachweisen meiner Existenz saß.
Zweifellos war ich auf den Bildern abgelichtet, aber dennoch kam es mir so vor, als wären es gesammelte Fragmente aus einem anderen Leben. Warum haben Sie gemordet? Weil so viel Schmerz in meiner Brust war. Weil das Leben so weh tut. Verstehen Sie, wen Sie ermordet haben? Was macht das nun schon für einen Unterschied? Einen Niemand, einen Feigling, einen Hund, die mich seit Jahren täglich in der Gosse begegnete und der immer viel zu große Fetzen an seinem dürren Körper trug und der offensichtlich unzufrieden mit seinem erbärmlichen Leben war. Ich habe die Vermutung, dass Sie überhaupt nicht begreifen, was in jener Herbstnacht geschehen ist. Sie unterliegen einem gewaltigen Irrtum. Es liegt ein Error in persona vor, ein Identitätsirrtum. Sie haben das Opfer angepeilt und erfolgreich ermordet. Doch der Tod ist nicht derjenige, für den Sie ihn halten. Sie besitzen keine Identität mehr. Ihre Tat löschte Sie aus. Sie sind ein Selbstmörder.